Guten Morgen, Frau Wittig. Guten Morgen. Ist er schon da? Ja. Annette ist da, Herr Direktor. So früh schon? Ja, ich dachte, ich komme besser vor der Arbeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, hier ist übrigens die Akte für das Kündigungsschreiben. Danke. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Sie wollen uns also wirklich verlassen und Tiermedizin studieren? Ja. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Wir haben doch versucht, Sie zu fördern, wo es nur geht. Ja, und ich habe auch wirklich viel gelernt. Aber Sie sind hier nicht wirklich glücklich geworden. Doch, schon. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen? Naja, jemand hat mir einen Rat gegeben. Aha. Und wer? Das möchte ich lieber nicht sagen. Und wenn ich Sie darum bitte? Ich bin noch Ihr Direktor. Ich will aber nicht, dass es Ärger gibt. Versprochen. Also, wer hat Ihnen den Rat gegeben? Frau Dr. Mertens. Sie hat gesagt, ich könne mehr aus mir machen und ich hätte allemal das Zeug dazu. Das kann ich ja nachvollziehen. Und wenn ich Ihr Gehalt etwas anhebe, vielleicht finden wir ja doch noch eine einvernehmliche Lösung. Ich würde ungern auf Sie verzichten. Aber ich habe schon meinen Studienplatz. Dann hoffe ich für Sie, dass Ihre Entscheidung die richtige ist. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Komm her. Lass mich mal sehen. Soweit ich das sehe, sind die oberen Atemwege angegriffen. Ist ja gut. Ist ja gut. Gleich. Wie war denn Ihr Termin bei Dr. Fehrmann? Lass mich noch mal schauen, hm? Naja, sehr glücklich war er nicht. Na, sehr klar. Ja, der Luftsack ist entzündet. Also doch eine Erkältung. Pinguine sind sehr anfällig gegen Luftverschmutzung. Das hier sieht nach einer Lungenentzündung aus. Vogelgrippe? Vielleicht Schimmelpilze. Hoffentlich sind das keine Anzeichen für Vogelmalaria. Vogelmalaria? Sehr oft treten da auch Symptome von Herz- oder Lungenkrankheiten auf. Aber Vogelmalaria wird von Stechmücken übertragen. Und die gibt es nur in den Tropen. Nein, leider nicht. Es gibt auch bei uns Mückenarten, die den Erreger übertragen. Ich hoffe nicht, dass so eine in den Zoo sich verirrt hat. Klingt ja gar nicht gut. Also ein Blutausstrich? Ja, unbedingt. Und sie bleibt dann in der Quarantänestation. Ach, und dann untersuchen wir noch die anderen, ob nicht vielleicht doch noch ein anderer infiziert ist. Das sieht nicht gut aus, meine Liebe. Hallo, ein Kaffee bitte. Für mich auch ein bitte. Zwei. Fehrmann war vielleicht sauer, dass ich sie zum Studieren überredet habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich sie damit reingezogen habe. Das wollte ich nicht. So schlimm war es auch wieder nicht. Wir kennen doch unseren Herrn Direktor. Nein, nein. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Ich finde das richtig, dass Sie studieren. Obwohl ich Sie natürlich vermissen werde. Vielleicht komme ich ja schneller wieder, als Sie denken. Falls ich es nicht schaffe. Und verstehen Sie sich. Sie schaffen das. Jetzt erst recht. Guten Morgen. Frühstück. Wo bist du denn? Oh, geht's dir schon besser? Unser Pinguinweibchen ist sicher schon heute Nacht ins Koma gefallen und gestorben. Wahrscheinlich an Nierenversagen. Das geht dann sehr schnell. Wäre ich doch bloß da geblieben. Ach, Annette, mir tut's auch weh. Aber wenn der Erreger mal die Oberhand gewonnen hat, dann wird die Organdurchblutung unterbrochen. Dann hätten Sie auch nichts mehr tun können, auch wenn Sie die ganze Nacht hier geblieben wären. Was macht das Männchen? Sorgt es sich schön um das Junge? Vorbildlich. Es wird jetzt hart. Der muss ja Vater und Mutter sein. Der Kleine hat ja sonst niemanden mehr.
Wie geht's sonst auf der Anlage? Toi, toi, toi. Alle anderen Tiere sind gesund. Na, Gott sei Dank. Na gut, die anderen bekommen zweimal in der Woche prophylaktisch eine halbe Tablette Pyrimethamin. Und wenn der Impfstoff tatsächlich eintrifft, können wir es auch damit noch versuchen. Hoffentlich bleibt das der letzte Fall. Die Temperatur ist noch weiter gefallen. Und fressen will er auch nicht. Waren Sie die ganze Nacht bei ihm? Das Junge frisst auch nichts. Die Kollegen haben alles versucht. Was machen wir denn nun? Ja, wenn er nicht gesund wird und stirbt, dann stirbt uns der Kleine auch. Wir machen noch einen letzten Versuch mit einer erhöhten Dosis Pyrimethamin in Kombination mit einem Sulfonamid. Bei einem Pinguin? Es gibt einfach noch kein richtiges Mittel gegen Malaria. Aber so töten wir vielleicht einen Teil der Erreger ab. Wir müssen nur mit der Dosierung aufpassen, sonst erstickt er uns. Gut, dann präpariere ich einen Fisch. Ja, bitte. Da haben wir aber verdammt Glück gehabt. Überstanden? Überstanden. Na, gehst du wieder zurück zu den anderen? Nochmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die schöne Zeit mit dir. Aber die Bezahlung übernehme ich. Das kommt überhaupt nicht in Frage, denn es ist nämlich keine richtige Einladung. Der Mann zahlt, oder willst du, dass ich gleich wieder gehe? War noch ein ziemlich anstrengender Tag zum Abschluss, ja, oder? Was isst denn du eigentlich? Ach, weißt du, mir ist gar nicht danach. Ist dir nicht gut? Doch, doch, es ist noch so. Ich habe ziemlich gern mit dir zusammengearbeitet. Ich mit dir auch. Bist du sauer? Warum soll ich sauer sein? Ich nehme das Gulasch. Das machen sie hier besonders gut. Naja, weil ich weggehe. Überhaupt nicht. Aber wenn du mich schon so fragst, irgendwie bewundere ich dich sogar. Also ich glaube nicht, dass du das brauchst. Du bist der beste Tierpfleger, den ich kenne. Okay, ich mache dasselbe wie du. Was, du gehst auch weg? Natürlich nicht. Aber ich nehme auch das Gulasch. Sehr gut. Ich kann Ihnen nur sagen, Annette, Sie haben gute Arbeit geleistet. Und wir hätten Sie hier auch noch weiter gebraucht. Aber Sie haben ja Größeres vor. Sie wollen studieren. Also werden wir Sie wohl oder übel ziehen lassen müssen. Wir alle drücken Ihnen die Daumen. Und soweit unsere Zoobewohner einen haben, tun Sie das ganz bestimmt auch. Also nochmals. Das Allerbeste für Sie, Anne. Alles Gute.